ja trocken gemacht. Einmal hoch mit Sessel und wieder alle. Und dann einmal runter mit der Schwebe fahren und einmal mit der Schwebe. Was passiert? Wie ihr seht, fahren wir heute auf den Berg rauf. Jetzt geht es erstmal mit dem Sessellift hoch. Da gehen wir ein bisschen spazieren, trinken einen Cappuccino zur Abwechslung. Und nachher fahre ich mit der Flyline runter. Das ist dieses Ding da. Da wird man, ist quasi wie Ziplining. Man wird angehangen und fährt runter. Filme ich euch auch. Und der Michel fährt dann mit der ganz normalen Schwebebahn. Ich fahre mit der Schwebebahn. Die sieht man jetzt nicht. Also man sieht die gelben Masten mit den Seilen. Da fährt die Schwebebahn. Die ist aber gerade wahrscheinlich entweder auf Berg oder Tal. Und mit der fahren wir runter. Hier sind übrigens die berühmten Skischanzen, wo wir am Sonntag schon waren. Oberwiesenthal Skispringen. Wenn man genau sieht, sind es drei Schanzen. Links zwei kleine, einmal für den Nachwuchs und Übungsschanze und rechts die große für die Turniere. Die sind ganz schön steil, ne? Ja. Wow. Amy fährt zum dritten Mal mit dem Sessellift. Ja, Amy fährt schon zum dritten Mal. Wir waren schon vor 2 Jahren hier. Und was man einfach hier nicht sieht durch die Kameras, wie steil es wirklich hochgeht. Das ist halt durch dieses 2D-Bild wird das nie so richtig angezeigt. Also man kann auch zu Fuß auf den Fichtelberg gehen, ganz klar, da gibt es Wanderwege. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ich persönlich fahre auch immer super gerne Sessellift. Habe ich als Kind schon total toll gefunden. Und Amy macht es halt auch nichts aus. Ja, Amy findet es schön, ne? Fahr mir Sessellift. Kann sich die Gegend Amy angucken. Amy findet Sessellift. Ja, lacht. Lüftchen geht, gell? Ja. Das sieht ja gut aus. Schon toll. Da siehst du auch nochmal hier die Flyline. Rechts. Hier ist die Flyline, genau. Da kommt es aus dem Wald. Fährst durch den Wald. Da kommt jemand, da kann man es sehen, wie das funktioniert. Ja. Oh, ich habe gerade ein bisschen Angst. Mit meiner Frisur und dem Helm. Ja, die wird platt. Die wird platt? Da kommt jemand. Bevor wir dann später nochmal nach Krottendorf fahren, gehen wir sowieso nochmal die Ferienwohnung, machen uns ein bisschen frisch, weil es bläst heute auch ganz schön. Ist auch sehr kalt, aber gut, wir haben Oktober, ne? Ich meine. Kannst nichts sagen. Also wir haben mit der Sonne haben wir echt super, super Glück, auch mit dem Wetter. Ich meine, klar, es ist Oktober, es ist kühl. Außerdem liegen wir hier auf fast 1000 Metern und es ist Herbst. Fast 1000 Meter, wir fahren jetzt auf Höhe, den Fichtelberg, der ist 1215 hoch. Und hier ist jetzt die Seilbahn, hat gerade hier, die zwei Gondeln haben gerade gekreuzt. Mit so einer Gondel fahre ich dann wieder runter mit der Amy. Hier hinten sieht man es nochmal. Mit so einer Gondel fahre ich und Amy wieder ins Tal, weil der Hund und ich auf einer Zipline, das funktioniert natürlich nicht. Nein, der Michel auf der Zipline wird schon funktionieren, aber er mag das nicht. Ah, ich bin nicht so der Freund davon. Nachdem ich mir mal in der Nähe vom Bodensee in so einer Anlage mal gefahren bin und habe mir dann den O-Ring abgerissen. Damals hatte ich nur einen und hatte ich jetzt noch eine Narbe. Ist mir irgendwie der Spaß daran vergangen. Aber gut, das bin eh bekannt dafür, dass ich, wenn ich irgendwie nach irgendwas rufe, bekomme ich es direkt. Und wenn du nicht danach rufst, bekommst du es. Wenn 1000 Leute irgendwo sind und einer hustet und ist krank, dann bin ich der Nächste. Also ich hab das so gepachtet. Ey, wäre schön, wenn es mit dem Lotto auch so wäre. Ja, da passt es leider also nicht. Ne? Euro-Jackpot. So, geht ganz schön runter. Guck mal, hier siehst du schon, wie steil das ist, aber ich weiß nicht, auf der Kamera. Auf der Kamera wirkt das flacher, da kann man das nicht so gut sehen. Naja, auf jeden Fall Amyschen. Macht es Spaß, Amy? Jo. Macht Spaß? Ja? Macht Spaß? Oh, da gähnt einer. Okay, es ist also jetzt gar nicht so stressig. Nee, so oder so nicht, sonst wäre man nicht das dritte Mal schon.
Aber sie nimmt das auch locker, mit der Dampfbahn gefahren, Eisenbahn, alles egal. Das ist für Emmy alles cool. Der macht das nichts. Also die hat da Spaß. Ja, also, da wir es schon zum dritten Mal machen. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert hätte, dann hätten wir es definitiv auch nicht wiederholt. Aber da hat sie sich auch jetzt schnorcheln zu suchen. Schnorcheln, heißt also entspannt. So, okay. Auffahrtsvideos habe ich eigentlich genug. Deswegen kann man da auch nochmal einblenden aus den letzten Jahren. Ein bisschen mache ich vielleicht noch. Und wir sehen uns dann gleich oben auf dem Fichtelberg wieder. Da kommen die Rollen. Ratatatatat. Gell, Bübis? Da kommen die Röllis. So, also, bis gleich auf dem Gipfel. Ja, hallo, der Beweis dafür, dass ich auch mit hochfahre, dass man mich auch mal sieht. Nee, hauptsächlich geht es mir darum, die Vera und der Micha, die mit uns in Urlaub fahren, die wären ja normalerweise auch wieder dabei gewesen, aber der Michael ging es dieses Jahr nicht so gut jetzt, der hatte ein paar gesundheitliche Probleme und deshalb mussten sie das Ganze abblasen. Wir grüßen die beiden ganz herzlich. Ja, ganz liebe Grüße und ihr fehlt hier. Ihr fehlt unheimlich hier und wir wissen, dass ihr die Vlogs immer guckt und das ist einfach jetzt mal so ein Gruß an euch, für euch und beim nächsten Mal machen wir wieder alles zusammen. Tschüss. Gipfel des Fichtelbergs. Ich bin jetzt leid, das ist ein Restaurant. Da ist noch ein Lokal, das guckt. Und in eins von beiden werden wir uns vielleicht verirren. Jetzt kommt die Amy nicht mehr. Wir sind hier in der Himmelsleiter und haben schon unseren Cappuccino fast getrunken. Ich leite eine Suppe und wir hatten ganz nette Unterhaltung, weil hier ist es recht eng und da haben sich zwei liebe Leute zu uns gesetzt und wir uns jetzt noch was gerade unterhalten. Das ist immer schön, ne?
aufleuchten lassen. Ja, wir sind auf dem Gipfel. Im Hintergrund ist das Fichtelberghaus, Hotel, Restaurant, Stube. Da waren wir letztes Jahr drin und dieses Jahr wollten wir halt nochmal in die Himmelsleiter, was so ein bisschen Almhüttencharakter hatte. Und das ist halt jedes Jahr, wie wir gerade Lust haben. Da hinten ist der Keilberg. Da habe ich ihn jetzt, ich muss gegen die Sonne filmen. Ja, da ist halt der Keilberg. Markiert die Grenze zu Tschechien. Jo. Hier, komm mal wieder raus. Hier musst du raus. Ja, ich weiß, ich weiß mal, dass du es geschlossen fühlst.
Bist es geschlossen? Ja. Kommt das nur? Warte. Ey. Jetzt hier so und dann wieder hier rüber, kann man noch sehen.